Sie sind hier, 17. Juli 2018, 17.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Mergim Mavrai L., machte 34 Pflichtspiele für den HSV. Urheberrecht Getty Images. Mergim Mavrai gehört nicht mehr zum Kader des Hamburger SV. Der Innenverteidiger soll eine hohe Abfindung erhalten. Jetzt zieht es ihn nach Spanien. Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat einen Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen. Die Hanseaten lösten am Dienstag den eigentlich noch bis 2019 laufenden Vertrag mit Innenverteidiger Mergim Mavrai, 32, auf. Die Vereinbarung gelte mit sofortiger Wirkung, teilte der Club mit. Wir bedanken uns bei Mergim und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Mavrai war zur Rückrunde der Saison 2016/17 vom 1. FC Köln an die Elbe gewechselt und absolvierte 34 Pflichtspiele für den HSV, twitter.com/hsv-status/101-929-265239175776. In den Planungen von Trainer Christian Titz spielte er aber schon lange keine Rolle mehr. Bereits im März war Mavrai aussortiert worden. Nach Informationen der Bild erhält Mavrai vom HSV eine Abfindung in Höhe von 300.000 Euro. Er soll vor einem Wechsel zum spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña stehen.